Planeten und frohe Ostern. Ich weiß, heute ist faktisch gesehen erst quasi Kar-Samstag. Aber ihr geht bestimmt die nächsten Tage demnächst mal spazieren. Wir sind auf jeden Fall schon mal ins Grüne gegangen und haben uns gedacht, wir machen mit euch, beziehungsweise ich mache heute mit euch mal einen flotten Osterspaziergang. Das bedeutet, ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr unterwegs machen könnt. Ihr könnt dabei, Herrn Schick, genauso wie ich, eure ostersonntäglichen Klamotten auch anziehen. Also ihr macht euch dabei nicht dreckig. Und ihr könnt es auch als kleine Challenge machen mit euren Kiddies, mit der Mutti, wie ihr wollt. Habt einfach ein bisschen Spaß. Je nachdem, wie lang eure Strecke ist, geht ihr so 200 bis 400 Meter. Und dann folgt immer dementsprechend eine Übung. Übungen folgen jetzt. So, Übung Nummer 1, Ausfallschritte. Das kennt ihr schon. Ihr macht davon 10 bis 20 Stück. Immer mit kleinem Zwischenschritt. Könnt ihr quasi überall machen. Ihr sucht euch entweder hier so eine Mauer, eine Bank, geht auch irgendwas, was halt über 40 cm in etwa hoch ist, passt. Und dort macht ihr Dips. 10 bis 20 Stück. Entweder mit gestreckten Beinen, Anfängerversion für die Mutti, mit angewinkelten Beinen. Übung Nummer 3, Froschsprünge. Das bedeutet, ihr springt aus dem Stand und landet tief. Je nachdem, wie ihr so drauf seid, macht ihr da 5 bis 10 Stück, vollkommen ausreichend. Weiter geht's. So, Übung Nummer 4. Wieder was für den Oberkörper. Liegestütze. Könntet ihr auch auf der Erde machen. Wir wollten uns ja nicht so schmutzig machen. Hier werden eure Hände minimal dreckig. Ihr könnt das wieder auch auf einer Bank machen. Sucht euch einfach eine Erhöhung. Und dann geht's los. Und da auch wieder 10 bis 20 Stück. Und wenn ihr das habt, geht's wieder von vorne los mit Übung Nummer 1. Und das Ganze könnt ihr einfach so oft machen, so lange wie ihr unterwegs seid. Wie gesagt, immer 200 bis 400 Meter gehen. Und zum Schluss die Challenge, die ich euch jetzt zeige. Nummer 5 und damit das Letzte. Da möchte ich, dass ihr euch nochmal richtig anstrengt. Alles, was ihr braucht, ist hier so ein Kumpel, so ein Baum. Ihr könnt es auch an der Hauswand machen, wenn ihr jetzt in ganz städtischem Gebiet unterwegs seid. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall. Macht eine Challenge draus mit allen, die mit euch unterwegs sind. Bandsitz. Achtet darauf, dass ihr einen schönen 90-Grad-Winkel habt. Na, alle, die so hier da sitzen, machen Beschmuh. Und dann sitzt ihr so lange, wie ihr könnt. Und wenn an der anderen Seite des Baumes noch einer sitzt, ist sogar der Sicherheitsabstand gewährleistet. Viel Spaß!